Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute etwas Geniales dabei und ich hoffe, es wird euch allen gefallen. Ich habe die ursprüngliche Idee davon eigentlich von einem Abonnenten vor ein paar Wochen bekommen, der unter einem meiner Videos gepostet hat, dass ich mich doch bitte mal um Visiere kümmern soll. Und dann habe ich gedacht, okay, Visiere, was soll man da groß machen? Und habe einfach mal, nachdem er das vorgeschlagen hatte, mir einige Visiere angeguckt und geschaut, wie die funktionieren, ob es da Unterschiede gibt, ob das irgendwie was mit dem Rückstoß macht oder Präzision generell oder. Und habe dann gestern mein Abo-Feed gesehen, das Exclusive Ace, bei dem ich mir auch viele Ideen für Content aktuell hole, weil er einfach sehr geilen Content macht, sehr ausführlichen, sehr detailreichen. Dass der ein Video gestern darüber hochgeladen hat, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich nicht lumpen, da ziehe ich direkt mal nach. Habe mich gestern den ganzen Abend bis spät in die Nacht hingesetzt und habe zwei Waffen ausprobiert. Und zwar die ICR und die KN, genau die gleichen Waffen, die er auch ausprobiert hat. Und habe aber andere Ergebnisse als er. Und das Ganze sagt uns im Prinzip eins aktuell. Es gibt eine Möglichkeit, die Präzision von Waffen zu steigern, ohne Griff, nur mit dem richtigen Visier. Tatsächlich, ich spoilere ein bisschen, könnt ihr, wenn ihr das richtige Visier auf die richtige Waffe tut, weniger Rückstoß haben, beziehungsweise so gut wie gar keinen Rückstoß. Ich habe das alles durchgängig getestet gestern. Genauso werden wir die Frage beantworten, Maddox ohne Visier, LV-Visier, Reflex-Visier, wo ist weniger Rückstoß, welche Waffe ist besser zur Handhaben. Ich glaube, euch wird das Video richtig gut gefallen. Ich habe wirklich ausführlich getestet, ich habe die Visiere direkt nebeneinander verglichen und das Ergebnis davon ist mehr als erstaunlich, denn seien wir mal ganz ehrlich, wir nehmen ja 2019 und die Aussage, ein Visier macht eine Waffe genauer oder ungenauer, ist ja eigentlich totaler Schwachsinn, aber Black Ops 4 beweist uns, ist es nicht. Und bevor wir jetzt weiter Ewigkeiten reden, nochmal ein vielen, vielen Dank an euch für den Support auf dem Video gestern. 150 zu 1 Likes. 150. Und ich bin immer noch ein kleiner YouTuber. Ihr seid eine geile Community. Ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich feiere es einfach. Ich feiere jeden Einzelnen von euch. Ich habe so viel Spaß aktuell. Ihr feiert den Content, es bringt euch voran, ich feiere das Ganze, es bringt den Kanal voran, ich habe Spaß dran. Mir haben so viele Leute geschrieben, dass sie ihre erste Nuke erreicht haben mittlerweile durch die Videos, dass sie auf den Maps besser klarkommen. Wirklich vielen, vielen Dank und so wie wir es ab jetzt immer halten, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video am Ende gefallen hat. Haut die nicht einfach so raus, denn es bringt nichts, wenn ich Content mache, der euch nicht gefällt und ihr es einfach liked, weil ihr mich feiert oder weil ich dazu aufrufe. Wartet bis zum Ende, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, dann könnt ihr ihn immer noch raushauen. Und jetzt, bevor wir weiterreden, lasst uns in die Testphase gehen von dem Ganzen, was ich getestet habe. Und dann gucken wir uns doch an, was das Ergebnis von dem Ganzen ist. Und dann dazu mein Tipp für zukünftige Klassen mit der ICR, mit der KN, mit der Rampart und. Und auf geht's! Bei der ICR habe ich genauso wie Exclusive Ace alle Visiere und die ICR ohne Visier probiert. Wir sehen das hier mit Reflex. Wir haben uns immer die gleiche Stelle ausgesucht. Ich habe nicht gegengesteuert, sondern einfach den Recoil, den Rückstoß so sein lassen, wie er ist. Und tatsächlich habe ich dabei etwas festgestellt, was mich absolut überrascht. Es gibt natürlich schöne Visiere, es gibt hässliche Visiere. Die besseren würde ich jetzt einfach mal von der Optik her nennen, sind bestimmt Elo, also LV und Reflex. Vielleicht noch das Recon, sowas wie das hier, ist es einfach schrecklich, aber wenn wir uns die Rückstoßpattern angucken und schauen, was das Ergebnis bei dem Ganzen ist, dann werden wir absolut überrascht sein, wie wir diese Waffe besser machen können. Und ich wette, 99% von euch hätten daran so nicht gedacht. Ich persönlich aber auch nicht. Ich habe das hier mal alles nebeneinander getan. Da seht ihr, was wir alles haben. Und wenn ihr euch das anguckt, dann erkennt ihr, dass das Reflexvisier tatsächlich nicht das Beste und Einfachste beim Ganzen ist. Auch das Envir-Visier und ohne Visier ist nicht das Hilfreichste. Wenn wir uns hier Recoil-Pattern angucken, dann ist das hilfreichste Visier das Zweifach-Visier und das Recon. Das Zweifach finde ich abgrundtief hässlich. Es ist unglaublich schwer, Gegner damit zu sehen. Das Recon-Visier hingegen ist unglaublich gut, was die Präzision mit der Waffe angeht. Erst habe ich gedacht, dass das irgendein Fehler sein muss. Dann habe ich das Ganze einfach nochmal probiert. Und zwar mit der KN hinterher. Und habe eigentlich die gleichen Ergebnisse bekommen wie Exclusive Ace gestern. Und zwar bei der KN haben wir nicht so viel Aufsatzvarianten, Visiervarianten, wie wir es bei der ICR haben. Also bei der KN weniger, bei der ICR mehr. Aber auch hier, Reflex und LV haben deutlich mehr Rückstoß als das Recon-Visier und dieses biografisch-holographische auf der KN. Was das bedeutet ist, dass wirklich das Recon-Visier auf den Waffen, auf den Sturmgewehren, auf den LMGs, auf sonst was, die besten Rückstoßhilfen sind, die wir uns vorstellen können.
Haut ihr auf die ICR, das Recon-Visier, habt ihr fast denselben Effekt, als wenn ihr komplett mit Griff 1 und Griff 2 spielt. Das ist unglaublich, das habe ich wirklich niemals für möglich gehalten. Sagt für uns aber auch auf jeden Fall eine Sache aus, und zwar, wir sollten genau achten, welche Visiere wir spielen. Des Weiteren sollten wir jetzt auch eins noch bedenken. Diese Test habe ich mit vielen verschiedenen Waffen gestern wiederholt und hatte nur keine Lust, jetzt jede einzelne Waffe aufzunehmen, weil das Video dann ungefähr 60 Minuten dauern würde. Dasselbe Ergebnis habe ich auf den SMGs gehabt, auf den Sturmgewehren, auf den LMGs und sogar auf den Shotguns. Da ist es natürlich etwas schwieriger, weil die in der Regel nicht vollautomatisch sind, aber auch da hat man gesehen, dass das richtige Visier dabei helfen kann, dass der Rückstoß verringert wird. Die Shotguns können wir außen vor lassen, weil die im Prinzip bei diesem ganzen Test unwichtig sind. Wichtig ist für uns die Erkenntnis, das Recon-Visier und das zweifache Optik-Visier sind die besten Visiere, um weniger Rückstoß auf seiner Waffe zu haben. Dazu kommt natürlich immer noch ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf, und zwar, wie kann man damit spielen? Es bringt mir nichts, wenn meine Waffe in der Theorie die beste Waffe der Welt ist, aber ich nicht mit ihr umgehen kann. Genauso gibt es Leute, die die Titan spielen und keine Ahnung haben, was man damit machen soll, obwohl das eine Waffe ist, die es einem schenkt im Prinzip. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr genau die Waffe nehmt, die ihr unbedingt haben wollt. Und dann habe ich mir gedacht, es fragen so viele Leute, was ist das beste Visier auf der Maddox, weil in der Pro-Version, in den CWL, überall wird die Maddox gespielt. Von jedem Competitive-Spieler, von jedem Public-Spieler. Und es ist diese ewig lautende Frage, mit welchem Visier hat man weniger Rückstoß, mit welchem Visier hat man mehr Rückstoß, was ist sinnvoller, was ist logischer, was empfiehlst du? Und das werde ich euch jetzt auch noch zeigen. Und wie wir hier im Ergebnis im Prinzip sehen können, machen Elo und Reflex auf der Maddox fast keinen Unterschied. Ich würde sagen, dass das Reflexvisier ein Ticken, vielleicht 5-8% weniger Rückstoß verursacht bei der Maddox als das ILO, also LV-Visier. Diesen Unterschied wird man aber im Gameplay so gut wie gar nicht merken. Das heißt, wenn es um die Maddox geht, können wir, was diese beiden Visiere angeht, keine endgültige Antwort treffen, was sinnvoller ist. Hier geht es wieder darum, was bevorzugt man. Vorteil am Reflexvisier, man hat einen etwas größeren Punkt, was bedeutet, man hat ein bisschen mehr Hilfe, einen Zentrumpunkt zu finden, um den Gegner zu treffen. Der Vorteil beim LV-Visier ist ganz klar, um das Visier herum hat man nur den roten Punkt, das heißt keinen Rand, es wird nichts verdeckt, man kann vielleicht einfacher einen Gegner spotten. Wenn wir uns das jetzt alles so vor Augen führen, dann ist es zumindest eine klare Erklärung, warum im Competitive-Bereich das ILO, das LV-Visier, so gut wie nie benutzt wird, sondern immer das Reflexvisier. Das Der Grund, warum im Professional-Bereich solche Sachen wie das Recon-Visier nicht benutzt werden, ist auch ganz einfach. Auch wenn der Rückstoß weniger damit ist, es sind Profis, die ihr Lebensunterhalt damit verdienen. Und natürlich kann man mit dem Recon-Visier einfach viel, viel schlechter sehen als mit dem Reflex-Visier. Nichtsdestotrotz bin ich überrascht und auch etwas enttäuscht von dem Ganzen, um ganz ehrlich zu sein, weil ich der Auffassung bin, dass die Aufsätze die Waffe besser, schlechter, schneller schießen, schneller nachladen machen sollten, aber niemals die Visiere. Ganz ehrlich, was hat das Visier mit dem Rückstoß auf meiner Waffe zu tun? Was für einen Unterschied macht es, wie ich durch dieses Visier gucke, ob die Waffe nach oben springt, nach unten, nach rechts oder links? Wenn man ein paar Sachen mitnehmen möchte, die vielleicht für die Zukunft, für den Public-Bereich, für uns alle dann wichtig sind, ist folgendes. Es geht für mich immer noch persönlich mehr um, ich sag mal, Handhabung als um Effektivität. Es ist schön, dass das eine Visier besser ist als das andere Visier. Wenn ich aber mit dem einen Visier nicht umgehen kann, hilft es mir nicht und ich sterbe trotzdem öfter. So, jetzt würde ich euch bitten, wenn euch das heute gefallen hat, wenn es euch vielleicht geholfen hat, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt mal unten in die Kommentare, was euer nächster Wunsch ist, was ich als nächstes bearbeiten soll. Die Map Slums, vielleicht den Waffenvergleich Maddox gegen Vapor, vielleicht irgendeinen Spezialisten, vielleicht wie man Spezialisten kontern kann, vielleicht wie man Streaks kontern kann oder. Schreibt das in die Kommentare, Leute, lasst mich wissen, dass ihr Teil der Community seid, ich würde mich riesig darüber freuen. Ihr kriegt jetzt gleich nochmal die kleine Einblendung, haha, für Liken, großartig. Und das Ganze, falls dir das Video irgendwie vorgeschlagen wurde, auch gerne nochmal ein Abo da lassen. Ich würde mich riesig darüber freuen, das würde mir wirklich sehr, sehr krass helfen. Ich habe eigentlich heute alles gesagt, was ich sagen wollte. Das Video hat mir Spaß gemacht und nochmal vielen, vielen Dank für den Support gestern. Es war wirklich unfassbar, was ihr alles da rausgehauen habt. Ich freue mich riesig darüber, dass wir einen Kanal haben, der bei vielen von euch auch etwas bewirkt, der vielen von euch helfen kann.
Und ich freue mich wirklich über jede Zusendung. Solltet ihr sonst noch was haben, schreibt mir auf Instagram oder Twitter. Ich habe beide Social Media Accounts, auf Instagram und Twitter antworte ich auch im Prinzip immer sehr, sehr schnell. Wenn ihr wissen wollt, wie ich da heiße, könnt ihr unten einfach in die Videobeschreibung gucken, da findet ihr das Ganze. Ich bin für heute raus, der nächste Stream wird auch morgen stattfinden, da habe ich so ein, zwei nette Ideen. Denkt an das Blackout-Turnier, das kommt auch am Wochenende und. Ich bin raus, Leute, habt viel Spaß und ciao.